Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Nicht ganz, ich bin zu Gast bei Nathalie Stüm. Wir sind in Rosenheim. Schön ist es bei euch. Cool, oder? Ja, voll. Ich bin ganz verliebt. Ich mache das von meinem Wohnzimmer aus. Hör mal auf. Bei mir im Wohnzimmer ist viel schöner. Und wir reden heute über eins meiner größten Reizthemen überhaupt. Ich glaube, ich werde mir auch den ein oder anderen neuen Feind heute machen. Wir reden meiner Meinung nach über eine der gefährlichsten, tödlichsten Drogen, die es gibt. Wir reden über meiner Meinung nach die Einstiegsdroge Nummer 1 in Deutschland. Und wir reden über die Droge, die sowohl mein Großvater als auch meinen Vater getötet hat. Ladies and Gentlemen, wir reden heute über Alkohol. Warum rede ich mit dir darüber? Weil mich diese Droge auch fast mein Leben gekostet hätte. Beziehungsweise im Grunde hat sie mich ein paar Jahre meines Lebens gekostet, weil sie mir ein paar Jahre meines Lebens echt versaut hat. Ich war alkoholabhängig. Du warst alkoholabhängig? Ja, okay, ja, dann ist wahrscheinlich, also wenn ich es mir so vorstelle, Eltern, wahrscheinlich waren beide Säufer, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich gehe mal davon aus, dass du vor jeder Schule geflogen bist, in der du je warst. Ja, also da war ja die Alkoholkarriere, die hat man ja gesehen, oder? Ja, die hat man voll gesehen. Es ist alles so gewesen, es ist nicht so gewesen. Es ist nicht so gewesen. Und das ist ja das Krasse und das ist auch ein Grund, warum ich damit so an die Öffentlichkeit gehe, weil so vieles von dem, was wir im Kopf haben, nicht stimmt, wenn es um Alkohol geht. Das sind so Extrembilder, das sind so Zerrbilder, die auch bewusst aufrecht gehalten werden. Da reden wir später auch noch drüber. Aber bei mir war es halt nicht so. Meine Eltern haben zwar getrunken, aber das war so das kultivierte Glas Rotwein zum Abendessen. Bei Feiern vielleicht auch mal mehr, aber das war immer so was super Festliches, was super Schönes, weißt du? Wenn meine Mutter den Tisch gedeckt hat, war alles wunderschön, dann wurden die Gäste empfangen, da ging es so pling, das war wie so ein Accessoire in so einem wunderschönen Setting. Und ich wollte das auch. Ich habe das so mit erwachsenem, schönem Leben verbunden. Und deswegen habe ich dann angefangen zu trinken. Wann war das, wo du das schon so verbunden hast, vom Alter her? Also ich war recht frühreif, zumindest im Kopf. Emotional würde ich heute sagen, weiß nicht. Da war ich wahrscheinlich oft einfach überfordert. Aber so im Kopf war ich immer viel weiter und wollte auch immer weiter sein. Deswegen habe ich vielleicht so mit 12, 13 dann mein erstes Glas Wein getrunken. Es kam mir damals überhaupt nicht früh vor. Ich dachte, ich wäre so weit. Und dann war das am Anfang auch kultiviert, ne? Dann war das schön zum Essen, dann habe ich auch so getan, als würde ich da irgendwas rausschmecken und so. Und ich gestehe jetzt mal auch allen, ich habe deinen Kanal natürlich gesuchtet. Also Nathalie Stürmer hat einen tollen Kanal. Danke. Auf YouTube. Und ich habe schmunzeln müssen auch bei dieser Beschreibung von dir selbst. Mit dem Glas Wein und der Zigarette beim Philosophieren, dann ein bisschen später, so ein paar Jahre später. Weil ich glaube, damit sprechen wir so sehr, sehr viel, ohne jetzt den ganzen Mainzer Studentinnen zu nahe zu treten, aber sehr, sehr vielen Mainzer Studentinnen sprechen wir da wirklich aus dem Herzen. Ich lebe in Mainz, ist eine Weinstadt, deswegen weiß ich auch, dass nicht alle ganz happy sein werden mit dem, was ich heute sage. Und ich verstehe es. Ich verstehe es. Es hat was von Godard. Es hat was von irgendwie so. Es hat was von dem französischen. Von Hochkultur. Film. Ja. Also so wird es ja auch inszeniert. Ja. So ist es ja auch in unserer Gesellschaft total akzeptiert. Und das ist ja auch ein Grund, warum diese Droge so gefährlich ist, weil dieses Bild, diese ganzen Schattenseiten so überstrahlt. Und das war auch ein Grund, warum es für mich so gefährlich geworden ist, weil ich das natürlich schon auch irgendwo so als Bestandteil meines Lebens betrachtet habe. Ich habe dann halt nur irgendwann gemerkt, okay, ich vertrage unglaublich viel so im Vergleich zu meinen Freundinnen. War das, glaubst du, die Toleranz, die gestiegene Toleranz oder war das von Anfang an schon viel? Das ist auch genetisch bedingt. Auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe es von eigentlich allen Leuten in meinem Umfeld, die einen Alkoholmissbrauch wirklich betrieben haben, haben alle gesagt, so, ey, ich vertrage das recht gut. Ja. Und das ist auch das, was genetisch vererbt wird. Du kriegst jetzt kein Suchtgen vererbt oder so oder kein Alkoholgen, sondern eine Toleranz. Du bekommst vererbt, dass du viel verträgst. Aber dass du viel trinkst
oder dass du regelmäßig trinkst, das ist dann das, was dich in eine Alkoholabhängigkeit bringen kann. Und das war eben bei mir. Es war so diese Regelmäßigkeit und dann fing es irgendwann an, dass Party so mein Hobby geworden ist. Ne? Dann habe ich aufgehört mit Sport, aufgehört zu lesen und so. Das war alles nicht mehr so interessant. Party machen war halt interessant irgendwie. Sich abschießen, rumknutschen, in Freibäder einbrechen, so diese ganze Schiene. Was ja aber eigentlich, das klingt nach Jugend. So, wieso verbinden wir das in unseren Köpfen jetzt schon auch mit Trinken? Wieso ist da Alkohol dabei? Das ist halt ein Teil der Jugendkultur. Heute weiß ich, dass es Jugendliche gibt, die das nicht machen. Mein Mann zum Beispiel hatte eine völlig andere Jugend. Aber ich habe diese Leute damals nicht gekannt, beziehungsweise ich wollte sie auch gar nicht kennen. Ich war halt voll auf dieser Grenzen-austesten-Abschieß-Schiene. Und da fing das aber zum Beispiel auch an, dass ich bin eigentlich voll die Frohnatur, dass ich langsam so, dass ich so melancholisch wurde, ne, dass ich so angefangen habe, so eine Sehnsucht zu spüren und irgendwie auch so eine Unzufriedenheit. Mhm. Und ich wollte zum Beispiel unbedingt einen Freund und habe aber irgendwie keinen gefunden, der mir so richtig gefällt und dachte, ah, das ist bestimmt mein Problem, dass ich keinen Partner finde oder keinen Freund finde, in den ich so richtig verliebt bin. So, dann bin ich pummelig geworden, dann dachte ich, ah, das ist bestimmt mein Problem, deswegen bin ich so traurig, weil ich nicht so super dünn bin. Und dann wusste ich nicht so richtig, was ich machen möchte beruflich. Da dachte ich, das ist bestimmt mein Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen will. Aber das, will. Klingt alles aber das nach Problem Jugend, war ein das anderes. Klingt, das klingt alles nach Aufwachsen und Jugendlichsein. Weißt du, mich interessiert der Moment, man sieht die Eltern trinken. Du hast es in einem deiner Videos sehr schön gesagt, dass sie zwar viel getrunken haben, aber du jetzt nicht... Nicht viel. Nicht betrunken. Dass sie nicht betrunken waren. Nein. Dass du sie nicht gesehen hast, dieses, was wir jetzt uns vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ja, meine Eltern trinken. Ja, okay, das heißt... Vielleicht schlägt er mich am einen Tag und am nächsten nicht. Vielleicht schlägt er die Mama, vielleicht haut er die Küche zusammen, vielleicht übergibt er sich und liegt betrunken da. Nee, das alles war's nicht. Nein, das kann ich nicht. Aber wieso macht dann ein Jugendlicher, der das ja eigentlich hast du ja ein Konsumverhalten vorgelebt bekommen, das du aber selber dann nicht gemacht hast, sondern du hast dann ein viel massiveres Konsumverhalten recht früher dann schon an den Tag gelegt. Ja. Und ich sehe es heute bei Jugendlichen, mit denen, die ich betreue oder so, da wo es auch so ist, ja, meine Eltern trinken halt dieses Glas Wein oder das Bier nach der Arbeit, aber ich selber sauf mich halt mit einer Flasche Wodka am Wochenende zweimal hintereinander ins Koma. Und das ist eben der Punkt, du kannst nie so den Finger drauf legen. Es gibt Leute, die sagen, du bist süchtig geworden, weil, und dann kommt irgendwie so ein Grund. Es ist nie nur ein Grund. Es spielen immer viele Faktoren mit rein. Und ein Faktor war, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin, in dem Alkohol präsent war. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Wenn Kinder mit Alkohol groß werden, dann führt das dazu, dass sie tendenziell mehr trinken und tendenziell auch häufiger trinken später. Das macht aber immer noch keine Alkoholabhängigkeit. Dann spielt sowas rein, wie dass ich anscheinend so veranlagt bin, dass ich sehr viel vertrage. Dann spielt sicherlich dann auch sowas rein, dass ich irgendwann dann angefangen habe mit diesem zu trinken, um Party zu machen, irgendwann um Selbstzweifel dann einfach auch mal vergessen zu können. Irgendwann war das bei mir so, dass ich getrunken habe, um überhaupt mal Ruhe zu bekommen. In meinem Kopf, da war so ein Affenzirkus hinterher. Ich konnte anders überhaupt nicht mehr abschalten. Und das sind so ganz viele Faktoren, die ineinander greifen. Und eben auch diese Kultur, in der es normal ist, sich zu betrinken und in der diese ganzen Verleugnungsstrategien von wegen, ich trinke, weil ich so gut schreiben kann, wenn ich betrunken bin oder ich trinke, weil ich Party mache oder so. Du kannst dir das vormachen und alle um dich herum sagen, die Kreative, ne? Mhm. Es wird dir halt auch noch geglaubt. Und deswegen kannst du das so lange vorantreiben, ohne dass sich jemand vor dich stellt und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Du hast ein handfestes Drogenproblem. Ich bin ganz sicher, dass das alles, was du gesagt hast, stimmt, wenn ich überlege. Was mich auch sehr, sehr stört in der Suchtberatung, in der Drogenarbeit, wenn du da mit einem Jugendlichen redest und sagst so, ja, okay, was war denn das Erste? Dann kommt eigentlich immer Kiffen. Weil das in ihrem Kopf ist es das erste Illegale, was sie gemacht haben. So, ja, okay, hast du davor aber nicht Zigaretten geraucht oder was? Ah ja, doch, ja, Zigaretten, klar. Und so, und Bier getrunken? Ja, ach, Bier. Na, so. Und es gibt halt, ich erinnere mich an... Ich erinnere mich, dass man mich aus einem Maßkrug trinken hat lassen, als ich maximal 3 oder 4 war. So das erste Mal. Halt nicht hier betrink dich, sondern hier probier. Mhm. Und dass du dann so nippst und ich weiß noch dieses so und dann alle so, guck mal, der Kleine, der verträgt gar nichts. Jetzt nicht so, diese Bierzeltatmosphäre ja auch. Ja. Ich bin ja auch in Bayern aufgewachsen. Ne? Und dann, das macht ja was.
Ja, das macht das. Das macht, das, da beginnt es, Leute, da macht ihr, da löst ihr was extrem Krasses aus schon in dem Kind so. Weil, man muss natürlich auch sagen, dass sich die Einstellung gewandelt hat dazu. So, ich komme noch aus der Zeit, ein Glas Rotwein am Tag ist okay. Ja, ein Bier nach dem Feierabend. Das denken viele noch immer. Alkohol. Das denken viele immer noch, ne? Ich hab, wie ist denn die Wahrheit? Alkohol ist ab dem ersten Tropfen schädlich, zumindest wenn es zum Beispiel um solche Krankheiten wie Krebs geht. Da gibt es einfach keine unbedenkliche Menge. Alkohol macht Krebs. Alkohol macht Krebs. Krass, ne? Mhm. Wusste ich ewig auch nicht. Alkohol macht Brustkrebs, Speiseröhrenkrebs, Mundhöhlen- und Rachenkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs. Danke. Alkohol macht impotent, Alkohol macht Diabetes, Alkohol macht fördert circa 200 Krankheiten. Alkohol macht Herzinfarkt und Schlaganfall. Und wir haben noch nicht über Autounfälle, Schlägereien und so weiter geredet. Über Arbeitsausfall und Frühverrentung. Es ist faszinierend. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich ja jetzt doch, dass du nicht mal ein paar Obdachlose in deinem Freundeskreis hattest irgendwie so. Weil als ich gehört habe, ich spreche heute mit... Ja. Ist es für dich okay? Also ich habe manchmal mit welchen abgehangen, irgendwie, wenn ich noch Bock hatte zu trinken. Und die anderen nicht mehr? Und die anderen nicht mehr. Aber das war... Ja, klar. Aber das war jetzt nicht unbedingt Freundeskreis. Das ist halt... Irgendwann orientierst du dich hauptsächlich daran, trinken zu können. Dann scheint dein Alltag voll zu sein, von Gelegenheiten trinken zu können. Und du richtest all dein Denken, deine Interessen darauf aus, trinken zu können. Es war bei mir hinterher sogar so, dass ich für eine Prüfung gelernt habe, um danach guten Gewissens trinken zu können. Das ist irre. Wahnsinn. Ja, es ist normales Suchtverhalten. Das ist ganz so, normales Suchtverhalten. Und es ändert natürlich auch dein Freundeskreis, weil wenn einer nicht trinkt oder jetzt ablehnt, dass du trinkst, kannst du nicht mit ihm befreundet sein. Also wenn er ablehnt, dass du trinkst, wie soll das gehen? Müsstest du es verstecken oder hast du es dann versteckt? Also sagen wir mal so, als ich aufgehört habe zu trinken, da hat sich mein Freundeskreis schon krass ausgedünnt. Aber dann hat sich halt auch gezeigt, basierte diese Freundschaft darauf, dass wir einfach saugeil zusammen trinken konnten bis morgens um 8 oder basierte sie halt auf geteilten Werten oder darauf, dass wir uns einfach voll gern mögen. Und die, mit denen ich befreundet war, weil ich mit ihnen trinken konnte, die habe ich dann auch nicht vermisst. Jetzt hast du den Kanal eben ohne Alkohol mit Nathalie. Mhm. Gehst in die Öffentlichkeit. Ich habe mir viel angeschaut. Ich bin bei manchen Sachen zum Beispiel, ich habe überlegt, ob ich dich Alkoholikerin nennen kann. Weil du selber das nicht gerne magst. Mhm. Also, meinetwegen kannst du das. Mhm. Mittlerweile sehe ich das erstaunlich locker, aber als ich so an diesem Punkt war, als es für mich darum ging, aufzuhören zu trinken, war dieser Begriff für mich eine Riesenhürde. Und der hat auch dazu geführt, dass ich lange nicht aufgehört habe, obwohl ich dann irgendwann wusste, ich habe ein Problem. Weil ich dachte, wenn ich mich Alkoholikerin nennen muss, das war für mich so negativ besetzt, das war für mich wie so ein lebenslanges Todesurteil. Ich dachte, wenn ich mich so nennen muss, dann ist mein gesellschaftliches Leben vorbei, dann kann ich einpacken. Ich hatte Angst davor. Es geht ja darum, zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern wird es ja eigentlich verlangt, dass man sich selbst so bezeichnet und sich auch so... Man muss es nicht, aber es ist so Usus, ja. Ah, okay. Und ich verstehe den Gedanken zu sagen, warte mal, ich nenne mich bestimmt jetzt nicht Alkoholikerin. Ich kenne es ja auch aus meinem Bekanntenkreis, dass man sich lange dagegen wehrt, sich zum Beispiel zu sagen, ja, oh, ich glaube, ich bin Junkie halt. So, das war ja das eher, die Leute, mit denen ich umgegangen bin, hatten eher Probleme mit illegalen Drogen. Aber das ist auch dieses, ey, ich bin ja nicht süchtig. So, ne? Sondern ey, ich nehme das halt gern und okay, dann ist den Leuten meistens schon bewusst, ich kreiere selber möglich. Es fängt ja an mit, ich ziehe nur am Wochenende. Ja, ja. Dann ist so, okay, von Freitag bis Sonntag ist man dann drauf irgendwie und Montag, Dienstag ist man dann aber eigentlich so am Ausnüchtern, muss irgendwie sein Leben kriegen. Das hast du auch total gut geschildert, schon mit dem verkatert seine Arbeit halt eben hinkriegen. Da kann jeder der jugendlichen Druffis weiß genau, wie schlimm das ist irgendwie dann mit, du warst 2 Tage wach, eigentlich willst du 3 Tage schlafen, aber du musst jetzt irgendwie. Und dann schleicht sich das so rein, schon Freitag früh anfangen. Dann irgendwann wird's am Donnerstag schon sich, der erste Brückentag,
wird Donnerstag genutzt und dann irgendwann bist du eigentlich nur noch Dienstag bis Mittwoch nüchtern. Mhm. Ja, weißt du, es hat ja auch einen therapeutischen Nutzen, dieses Ich bin Alkoholikerin ja. zu sagen. Zum einen eben, dass du es dir eingestehst. Ja. Und zum anderen sagen die eben, du sagst es dir ein Leben lang, damit du es nicht vergisst. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Das ja. finde ich ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß, du sagst jetzt die andere Seite, lass mich ganz kurz daran gehen. Weil bei mir, und ich weiß, du weißt den Namen davon, wie nennt sich das, wenn man etwas vergisst, wenn es langsam fadet? Fading Effect Bias. Fading Effect Bias. So, da habt ihr jetzt richtig was gelernt, Leute. Und der ist bei mir so unglaublich stark ausgeprägt. Also ich vergesse sehr schnell, wie schrecklich etwas war. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Grippe. Mhm. Wenn ich eine Grippe habe, dann denke ich mir jedes Mal, oh, so schrecklich habe ich mich ja noch nie gefühlt. Das habe ich noch nie erlebt. Dann drei Tage später so, war eigentlich ganz okay. So, dann geht's mir schon wieder. Und dann laufe ich schon wieder mit einem verschwitzten T-Shirt draußen rum. Mhm. Und bei Drogen ist es auch so. Und ich habe diesen YouTube-Channel, den ich jetzt habe. Seit einem Jahr erinnere ich mich regelmäßig selbst dran, wie beschissen mein Leben damals war. Genau, aber du sagst nicht jeden Morgen, mein Name ist Maximilian und ich bin Krimineller. Nee. Eben. Mhm. Und das ist nämlich der Unterschied. Ich finde, ich muss nicht ein Leben lang mir eine Definition von mir selbst überstülpen, die mich klein macht. Ich erinnere mich auch immer wieder aktiv daran, wie scheiße das war, damit ich das nicht vergesse. Ich erinnere dich jetzt gleich noch. Du kannst mich gerne auch daran erinnern. Aber ich, für mich war es, um aus dieser Sucht rauszukommen, elementar mir Sätze zu sagen, die mich stärken. Ja. Und nicht mir immer wieder Dinge zu sagen, wo ich ja eigentlich weg will. Mhm. Ich will nüchtern sein, ich will frei sein, ich will Entscheidungen treffen, mhm. ich will Verantwortung für mich tragen. Ich brauchte solche Sätze. Finde ich gut. Es ist auch du bist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass es nicht diesen einen Weg gibt, um was hinter sich zu lassen, sondern dass es halt viele Wege gibt. Lass uns dazu kommen. Du hast den Channel, wie gesagt, ich plug ihn jetzt nochmal, weil ich ihn gut finde. Ohne Alkohol mit Nathalie, da redest du ja drüber, wie du es geschafft hast. Du gibst Hilfestellungen, wie man es schafft. Du räumst aber auch so ein bisschen auf mit dieser mit der kulturellen Situation in Bezug auf Alkohol in Deutschland. Und insofern finde ich das einfach nur gut. Du sagst ja auch nicht, dass die anonymen Alkoholiker nicht funktionieren, sondern du sagst nein, halt, die funktionieren genau, ja für viele. Für viele funktioniert es. Das ist überhaupt keine ist Frage. Ist es nicht so, dass man sogar, also ich gehe jetzt von psychischen Problemen so ein bisschen aus. Das ist ein Fehler, den viele Leute machen, dass man sagt, ey, ich war jetzt bei einem Psychologen und er war kacke. Der hat mich nicht verstanden. Das hat sich angefühlt, als müsste ich es nicht machen. Mhm. Und dann, das ist nicht. Psychotherapie ist nichts. Genau, ja. Ich war, weiß ich nicht, 25, so bevor ich einen hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, der versteht mich. So, stell dir vor, du hättest nach dem ersten Treffen, das du bei den anonymen Alkoholikern, das ja auch für dich was gebracht hat und so. Mhm. Aber stell dir vor, du hättest gesagt, okay, das ist nichts für mich, also gibt's nichts. Ja, dann hätte ich weiter getrunken, ne? Hättest du weiter getrunken. Also ist das. Aber das war keine Option für mich. Da kommen wir jetzt gleich auf. Also ist das vielleicht schon mal ein Learning, so nur weil das eine Angebot nicht für euch funktioniert, es gibt ein anderes, das für euch funktioniert. Ja. Sucht weiter. Ja. Aber zu dem Punkt zu kommen, ist ja schon mal schwierig. Woran hast du dann irgendwann gemerkt, dass sich dein Konsumverhalten unterscheidet von denen, die halbwegs klarkommen und dass dein Konsumverhalten bedenklich ist? Also ich glaube, in meinen 20ern gab es so einige Momente, in denen mir das so schlaglichtartig klar wurde. Der Zahn ist zum Beispiel nicht echt, weil ich so betrunken war, dass ich in Bologna auf so einen harten Marmorboden geknallt bin und am nächsten Morgen wach geworden bin und ich hatte einfach nur noch Splitter im nicht Mund. Nicht mal nachts zum Doktor. Doch, ich war irgendwie noch im Krankenhaus. Aber ich weiß auch noch, dass ich da voll Radau gemacht habe mit dem Italienisch, was ich damals gesprochen habe. Das hat aber alles nichts gebracht. Die haben mir meinen Zahn nicht repariert. Zahn fehlt. Oh, du hast ausgeschaut wie ein Boxer aus den 30ern. Und dann habe ich zum Beispiel viele Monate nicht getrunken, um mir zu beweisen, dass ich kein Alkoholproblem habe. Direkt danach gesagt, jetzt reicht's. Direkt danach, ich glaube, ich muss mal eine Pause machen. Ich glaube, es ist echt ein bisschen viel. Und alle haben gesagt, oh Mensch, Nathalie, ich glaube auch. Ja, finde ich gut, trink mal eine Zeit lang nichts. Und dann hatte ich ein paar Monate nicht getrunken und dann war für mich klar, ich habe kein Alkoholproblem. Was übrigens einer der größten Mythen überhaupt ist oder einer der größten Missverständnisse, dass wenn du immer wieder dazu neigst, so viel zu trinken, dass was Schlimmes passiert, aber du kannst dann Wochen und Monate lang aufhören, dann sind diese Scheinerfolge eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass du psychisch abhängig bist, als dass sie beweisen, dass du kein Problem hast. Aber so weit war ich halt noch nicht. Ach, dann kamen immer mal wieder so
Abende, an denen ich total mich so betrunken habe, dass ich mich an nichts mehr erinnern konnte, bin mit immer seltsameren Typen neben mir wach geworden. Und da dachte ich mir eigentlich irgendwann jeden Morgen, das ist nicht so, will ich das eigentlich nicht. Aber ich konnte es einfach nicht in den Griff kriegen. Ich habe dann manchmal es geschafft, an einem Abend nur ein stilvolles Glas Rotwein zu trinken. Es war dann mega anstrengend, es war auch voll der beschissene Abend, aber das war für mich der Beweis, so, ich kann das. Und was so krass war, war, dass dieser Schmerz in meinem Bauch immer krasser intensiviert hat. Also ich hatte immer diesen Schmerz hier. Also du meinst jetzt echt nicht von der Psyche? Nee, jetzt, also kein Magenziehen oder so, sondern einfach so, ja, so ein Ziehen halt. Ein flauer Magen? Nee, wieso, wenn, also das war schon ein realer Schmerz, aber ich glaube zum Beispiel jetzt nicht, dass das dadurch kam, dass das eine Magenschleimhautentzündung war. Also ich glaube wirklich, dass das so ein seelischer Schmerz war, der sich da einfach so festgesetzt hat. Und es, so im letzten Jahr meines Lebens war das wie so ein Brodeln in meinem Leben. Es war wie so eine Bedrohung, weil ich wusste, sobald ich anfange zu trinken, weiß ich nicht, was passiert. Und ich wusste halt, oder was heißt, ich habe halt befürchtet, irgendwann nimmt mich ein Typ mit, der nicht nett ist. Irgendwann ist es nicht nur der Frontzahn. Irgendwann baue ich einen Unfall. Irgendwann treffe ich vielleicht jemanden von der Arbeit, weil bei der Arbeit funktionierte ja noch alles. Ne? Das war so mein Alibi, dass nichts funktioniert. Es funktionierte wirklich, ich habe ja Karriere gemacht. Okay. Aber ich wusste, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich mal sturzbesoffen irgendwie einen Kollegen treffe oder so. Oder meine Chefin. Oder ich weiß nicht wen. Und das war so anstrengend, das kann ich überhaupt keinem sagen, so dieses Doppelleben zu organisieren. Und da war dann irgendwann für mich der Punkt, dass ich gesehen habe, okay, ich habe ein Problem. Und dann bin ich einen Morgen wieder so aufgewacht. Und da war es, aber es war jetzt kein besonderer Morgen, nur da wusste ich, dass ich halte es nicht mehr aus. Und zum Teufel, dann nenne ich mich halt Alkoholikerin, ist mir egal, aber das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Leidensdruck groß, zu groß. Dann war der Leidensdruck zu groß. Ich finde es faszinierend, weil das erinnert mich jetzt wieder an den Anfang, den wir mal hatten, so. Als wir gesagt haben, warum überhaupt hin oder, ne, wie man da reinkommt, dieses Lebensgefühl, Lebensfreude, es passt zur Party, all diese Dinge, die man so, man ist ein Selbstbewusst, man ist sophisticated mit seinem Glas Wein, man ist hier so schick und so elegant und im Grunde waren das ja auch die Motive dahinter. Und jetzt ist bei dir in diesem Jahr, das du übrigens gerade das letzte Jahr meines Lebens genannt hast, was ich krass fand, also alten Lebens so, das war ein krasser Moment, wenn ich es richtig gehört habe, hat mich geflasht gerade, ja, weil ich das ja auch, und ich hatte, als ich 12, 13 angefangen habe, Scheiß zu bauen und mir diese Identität gesucht habe, die ich später mal ausfüllen will. Da war das Robin Hood. Da war das ein cooler Typ, so, ne? Da war das ein selbstbewusster, krasser Mann, der irgendwie rechts und links Truthähne an Thanksgiving für die Armen verschenkt und so. Und ich hatte so viele krasse Vorstellungen von dem, was ich sein will oder was mir das gibt. Und am Schluss war nichts davon real. So, nein. Alles war nur noch dunkel. Ja. Und das ist so ähnlich, dieses, das auch das so Doppelleben geil aufrechterhalten. Richtig, weißt du? Du meintest nämlich, du wolltest das Menschen Angst vor dir haben und eigentlich warst du hinter derjenige, der am allermeisten Angst hatte. Ich wollte super sophisticated sein und wie sophisticated ist das, sturzbesoffen aus einer Bar rauszulaufen, hinzufallen und sich einen Zahn aufzuschlagen. Und dann mit dem Sanitäter zu streiten. Nicht in Italienisch. Das ist Hochkultur. Ja, Hochkultur. Ey. Sie Mistkerl. Ja, deswegen habe ich das gehört. Das ist halt so heftig, und weil er dir genau das raubt, was er dir zu geben verspricht. Ja, ja. Das ist so krass. Ist krass. Es ist krass. Es ist diese Welten, diese Doppelleben und dann am nächsten Tag wieder funktionieren und sich selbst aber belügen müssen, um die Maschine aufrechtzuerhalten. Und jetzt haben wir aber ein Problem, wenn du an dem Punkt bist. Wenn gleichzeitig, auch wenn es Mist ist, auch wenn du schon gemerkt hast, du willst so nicht sein, bist es doch du. Es ist das Selbstverständnis, das du auch hast. Mensch, die kann noch mitgehen. Und überhaupt, Mann, du bist auch da, wenn man dich anruft. Und du bist eine Partymaus. Und ja, klar, gehe ich jetzt noch mit in die nächste Bar. Und bin das Zentrum der Party oder so. Und
das aufzuhören, ist ja auch ein neues Selbstverständnis. Ich erinnere mich an den Moment, an dem ich gesagt habe, von mir kannst du keine Drogen mehr kaufen. So. Ich so, aber was jetzt? Wer bin ich jetzt? So, ich kann dir nicht weiterhelfen. Wir haben damals gesagt, kannst du mir weiterhelfen? Ja, ich kann jedem weiterhelfen. So, ne? Worum geht's denn? Und dann zu sagen, ich bin nicht mehr der dir weiterhelfen kann. Ich bin der, den krass. Du bitte nicht anrufen sollst, wenn du... Das ist krass. Und wie war es bei dir? Bei mir war das genauso. Ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Wer bin ich ohne Alkohol? Wer bin ich ohne Alkohol? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, welche von all diesen Schichten, von all diesen Rollen überhaupt von mir stammt. Wer bist du? Wer bin ich? Ja. Was habe ich mir irgendwie selbst anerzogen, um meine Sucht zu verheimlichen? Was habe ich irgendwie... Mag ich überhaupt Bars? Oh Gott, ich mag gar keine Bars. Stell dir mal vor, ich bin gar nicht gerne in der Bar. Ich mag keine Bars. Heute denke ich mir manchmal, ich habe mich betrunken, um das überhaupt ertragen zu können. Ich hasse Bars, ich hasse Clubs. Das ist ja ein krasser Moment. Das ist ein Simpsons-Moment. So, ey, ich mag eigentlich gar keine Bars. Es ist heftig, weil es ist mega krass. Aber das ist aber halt auch eine Chance, ne? Weil du musst im bloß, Grunde... Du machst doch keine schlechten Tinder-Dates. Also schlechte Tinder-Dates. Machst du ja auch nicht, oder was? Das ist ja original. Ja. Übrigens, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückkomme, aber da muss ich rein, weil meine Zuschauer haben das hier vielleicht noch nicht gesehen. Die werden dann rübergehen und sich es hoffentlich angucken. Eine der Sachen, die mich am meisten geflasht hat, negativ noch mitgenommen hat, war dieser Satz: In der Früh bin ich aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, ist zu gucken, ob eine Kondompackung hier irgendwo liegt. Das muss richtig übel sein. Das war so krass. Weil du wachst, okay, bitte, der Typ, erstmal egal, ob der jetzt gut ist, aber liegt hier irgendwo eine Kondompackung? Das war einer der ersten Checks, die ich gemacht habe. Und ganz oft lag keine da. Und ich kann nicht, es macht mich so, ich bin kein Alkoholtyp. So durch das, ne, die Prädisposition, durch das Verhalten meines Vaters und so, ich hatte nie ein Faible dafür. So. Aber ich finde es so faszinierend, dass es eine Droge ist, die legal ist, die dir innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit gibt, kompletten Blackout zu haben. Ja. Wo gibt's denn sowas? Ja. So, wie kann man, ach so, also ich fange jetzt an zu trinken. Wer weiß, wie das heute Abend ausgeht. Das ist für mich so, also das ist eine harte Nummer. Dass du dann wirklich noch, dass du eigentlich so eine Art Mrs. Jekyll und Frau Dr. Hyde in dir ja, hast. Ja, aber das ist das, was ich mit diesem Brodeln meinte. Weißt du, das sind alle so diese ganzen Unsicherheiten. Ich war ja im Grunde ein wandelnder Zweifel. Was ist eigentlich, bin ich jetzt infiziert mit irgendwas? Bin ich vielleicht schwanger? Wobei mein Körper, glaube ich, ist so im Arsch gerade, da wird kein Embryo irgendwie bleiben. HIV, 3 Monate, viel Spaß. Aber HIV, Hepatitis, Chlamydien, habe ich irgendwas? Ich hatte unfassbares Glück, so knock on wood, das ist immer noch einer der Running Gags zwischen meinem Mann und mir. Als ich da getestet wurde, war ich schwanger und bin durchs Wohnzimmer gehüpft und meinte, ich habe keine Geschlechtskrankheiten. Hast du auch, ist aber nicht dein Verdienst. Nein, es ist nicht mein Verdienst. Aber nur Glück? Ich hatte einfach nur Glück und ich hatte auch einfach nur Glück, dass ich also zumindest von den Sachen, die ich wusste, immer Männer hatte, die einigermaßen anständig da waren. Großes Glück. Von einem, der Glück hat, zu jemand anders, der Glück hat, kommen solche Sprüche übrigens. Ne? Was ja auch noch ist, jetzt haben wir von Angst gesprochen, jetzt gehen wir kurz auf Würde. Weil dieser Moment, als du gesagt hast, ich habe jemanden neben mir gehabt, von dem ich wusste, ich habe ihm schon mal abgesagt. Ich habe ihm schon mal gesagt, nein. Und dann kommt Frau Dr. Natalie Hyde nachts raus und sagt, ey, jetzt ist aber irgendwie und dann nimmst du dein Handy. Man sollte übrigens betrunken ein Handyverbot geben. Und dann schreibst du, oder er schreibt, zufällig hat er diesen Moment. Ey, you're up, noch wach? Und du, ja klar bin ich wach, so, hä? Warum bist du in der Nähe? Und plötzlich machst du was auf, was du ja gar nicht haben ist. Ich habe da so viele Dinge aufgemacht, die ich nicht haben wollte. Ich muss auch sagen, wenn ich mir meinen Männergeschmack angucke, wie der war, als ich Alkohol getrunken habe, das entspricht überhaupt nicht dem, was eigentlich mein Männergeschmack ist. Ich denke mal damals, am nächsten Tag, man muss ja funktionieren. Mhm. Ich habe Dinge getan, über die ich nicht gerne nachdenke. Manche davon arbeite ich auf YouTube auf, manche arbeite ich mit mir selbst auf. Damals weiß ich, ich habe
ich bin weitergerannt. So. Stehen bleiben ging nicht, stehen bleiben geht nicht. Wenn ich stehen bleibe, und dann trifft mich das, was hinter mir ist. So. Also muss ich rennen. Ich denke, das machen Süchtige prinzipiell auch immer weiter. Wie ist es heute? Wie gehst du heute damit um? Stellst du dich diesen Dingen manchmal von früher oder schiebst du die oder hast du sie schon fertig? Also ich bin jetzt gerade bei Kapitel 6 von 7 von meinem Buch. Es ist fast fertig. Und wenn das fertig ist, dann kann ich sagen, die Vergangenheit ist jetzt aufgearbeitet. 5 Jahre später, so lange hat das bei mir aber tatsächlich gebraucht. Mhm. Und auch dieses Buch, wo ich vieles nochmal reingepackt habe. Und das war für mich, also da freue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt drauf. Weil klar, ich rede darüber, das ist ja jetzt auch mein Job. Aber dass ich für mich innerlich weiß, diese Geschichte ist jetzt erzählt. Das ist unglaublich befriedigend. Albträume? Habe ich keine mehr. Hattest ich habe du? Manchmal noch Träume, dass ich trinke. Mhm. Das ist wie ein Albtraum. Mhm. Ja, genau. Und du kriegst das ist wirklich schrecklich. Ein Teil von dir sagt dir, was machst du gerade so? Nein, mach das ist wirklich. Manchmal träume ich wirklich, dass ich auf so Konferenzen bin und über Nüchternheit rede und dann in die Bar gehe und trinke und mir denke, was mache ich hier? Wie kann das passieren? Was mache ich hier? Und das sind immer noch so kleine Schüsse, die mich dann morgens einfach sagen lassen, ach, danke, dass ich das einfach nicht mehr machen muss. Aber ich habe keine Albträume mehr und ich muss auch nicht mehr vor mir wegrennen. Also ich habe diese ganze emotionale Aufräumarbeit geleistet. Ich weiß heute, was mir gut tut, was mich glücklich macht. Ich weiß, wie ich funktioniere und ich kenne auch meine Alarmzeichen und kenne Strategien, die mir dann dabei helfen, wieder Boden unter den Füßen zu kriegen. Also ich kenne mich ziemlich gut, was ich echt auch der Abstinenz zu verdanken habe. Ne? Die hat mich gezwungen, mich extrem gut kennenzulernen. Was raten wir einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau, die an dem Punkt gerade ist, die sagt, ey, wenn ich jetzt stehen bleibe, trifft mich Scham, ich kann nicht mal in mein Telefon eigentlich gucken nach so einer Nacht, weil ich meine alten Nachrichten nicht ertragen kann. Ich will nicht Fotos von mir sehen. Was sagen wir so jemandem? Also ich rate solchen Mädchen, mach eins nach dem anderen. Wenn es zum Beispiel das Trinken ist und du hörst auf zu trinken und dann kommen Scham und dann kommen 1000 Baustellen, kümmere dich erstmal darum, nicht zu trinken. Bis du stabil genug bist, dir die nächste Baustelle anzugucken. Das ist auch ein Riesenfehler, den ganz viele machen. Die sagen, okay, ich höre jetzt auf zu trinken und dann arbeite ich direkt alles auf, was ich so Schlimmes erlebt habe. Dann nehme ich noch ab, dann werde ich noch befördert und das Projekt hatte ich eigentlich auch noch. Das kann nur ins... Das funktioniert nicht. Allein aufzuhören, allein mal nicht zu trinken und deinem Körper und deiner Seele und deinem Geist die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren, kostet so viel Kraft. Da kannst du nicht noch abnehmen und 1000 Sachen aufarbeiten und so. Du musst erst mal wieder in eine Lage kommen, dass du überhaupt die Energie dazu hast. Das dauert ein paar Wochen und manchmal dauert das auch ein paar Monate. Und deswegen sag ich, also ich habe ja so Programme, wo ich unterstütze und da sage ich immer, kümmere dich erstmal darum, dass es dir gelingt, nüchterne Tage und Wochen zu verbringen. Dass es dir gelingt, nicht zu trinken. Das ist das Allerwichtigste. Du hast also jetzt dieses alte Leben sozusagen hinter dir gelassen. Das erinnert mich ja auch wieder an mich so. Und jetzt kommt eine große Frage, die mir eigentlich Jugendliche oft stellen, wenn sie gerade noch in dem Leben sind, in dem ich damals war. So, wenn die schlimmen Sachen noch nicht so wirklich, die sind 17, 18, 19, sie haben noch keine 10 Jahre Knast. Klar, hier sammeln sie die Anzeigen und hier sammeln sie Feinde und irgendwie ihr Leben geht langsam bergab, aber es ist noch so, gleichzeitig ist es ja auch noch ein bisschen geil. Gleichzeitig läuft es ja noch, sozusagen wie wenn du aus dem Fenster springst, die fallen noch. Bis hierher ging es ja noch ganz gut, bis hier. Wenn wir das auf Alkohol beziehen, auch wieder, ich würde sagen 17, 18, vielleicht schon mal so eine Nacht gehabt, aufgewacht neben einem Typen, wo du nicht wolltest, Fotos gemacht, die du nicht wolltest, Fotos verschickt, die du nicht wolltest, das machen sie ja heute dann. Ich sage dann solchen Leuten oft, heute fühle ich mich so unglaublich viel besser. Wie geht's dir heute? Bei mir geht's so gut. Ja? Aber du kannst überhaupt, du fällst ja gar nicht mehr besoffen aufs Gesicht. Nee, aber du hast ja auch die anderen Sachen. Es fehlen ja auch ein paar andere Sachen. Es gibt ja auch tolle, Drogen sind ja nicht nur schlecht. Es ist ja bei Alkohol auch tatsächlich so. Am Anfang bist du mehr outgoing. Hast du das gelernt? Bist du heute outgoing, auch ohne Alkohol? Ich bin, also sagen wir mal so, es hat sich so ein bisschen auf einen speziellen Menschenkreis
konzentriert. Mhm. Ich bin heute nicht mehr die Partymaus, die eine ganze Runde unterhält. Das interessiert mich auch nicht mehr. Und ich langweile mich heute sehr viel schneller. Also wenn mich jemand nicht interessiert, dann gehe ich sehr viel schneller. Das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes. Kann es sein, dass du dir heute näher bist? Viel näher. Viel, viel näher. Ist es schön, sich näher zu sein? Es ist mega schön. Und vor allen Dingen, weil wenn du dir selbst nah bist, dann kannst du halt auch anderen so schön nah sein. Und wenn du dir selbst Gutes tust und mit Alkohol wendest du ja eigentlich Gewalt an. Das ist ja im Grunde Autoaggression. Wenn du dir angewöhnst, Dinge zu tun, die dir halt gut tun, dann gehst du auch ganz anders mit deinen Mitmenschen um. Und diese Form von Beziehung, ich habe zum Beispiel auch noch viele Freundschaften, die ich in meinen Hardcore-Alkoholjahren geknüpft habe, aber das ist heute so eine viel tiefere Verbindung. Die Verbindung, die ich heute zu meinem Mann habe, die lässt sich nicht ansatzweise mit irgendeiner Beziehung vergleichen, die ich vorher hatte. Gut, die Verbindung zu meinen Kindern, die habe ich beide nüchtern bekommen, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber die ist auch so tief und irgendwie so echt. Das ist so echt. Du hast nicht mehr diese Schicht da zwischen dir und deinem Innern, sondern du bist da, du bist klar. Du weißt, was du willst. Und vor allen Dingen hast du jetzt auch die Kraft, für diese Dinge einzustehen, die du willst, weil das kostet Kraft. Und wenn du die ganze Kraft daran investierst, auszunüchtern, irgendwas wieder gerade zu biegen und so, dann hast du nicht die Kraft zu sagen, nein, das will ich nicht. Dann hast du nicht die Kraft zu sagen, das ist meine Meinung und ich stehe dazu. Und das ist vielleicht etwas, das man mitgeben kann. Diese ganze Energie investierst du jetzt eigentlich nur in irgendwie trinken können und ausnüchtern. Die kannst du aber auch in funktionieren, in irgendwie dich anpassen, nicht auffallen, verheimlichen. Die könntest du aber auch daran investieren, ein richtig cooles Leben zu führen, das du richtig gerne magst. Ich wünschte, wir könnten damit alle abholen. Ich weiß aber, dass es bei euch Leute gibt, die sagen, ey, ich möchte die Realität nicht sehen gerade. Ich möchte es gar nicht. Ich möchte mich nicht fühlen, Mann. Ja, das kann ich auch verstehen. Ich tue mir weh, wenn ich mich fühle. Ich glaube, auch das können wir beide nachempfinden. Und ich würde mir wünschen, dass ihr vielleicht euch trotzdem mal eine Chance gebt, so euch zu fühlen wieder, auch wenn es weh tut. Ich meine, das ist ja nicht gleich. Du warst ja nicht gleich so. Wir haben jetzt einen Riesensprung gemacht von, ich kenne den Typen nicht und ich habe einen ausgeschlagenen Vorderzahn zu. Ich habe zwei Kinder und einen Mann, den ich liebe und bin im Reinen mit mir selbst. Da liegt ja Schmerz, Tränen, Einsamkeit, Verzweiflung, was noch alles dazwischen. Und was man halt echt auch nicht vergessen darf, wenn du diesen Schmerz betäubst, du betäubst halt auch das Schöne, ne? Du betäubst die Liebe, du betäubst auch die Freude. Du kannst nicht selektiv betäuben, es geht nicht. Und es gibt sie, ihr, die jetzt glaubt, es gibt sie nicht, die Liebe, es gibt sie. Es gibt sie. Und ich hatte mich damals, ich habe es schon 100 Mal erzählt, ich habe damals mich selbst so manipuliert, dass ich einen Gefühlszustand erreicht habe, nichts mehr zu fühlen. So. Krass. Und ich war dann nicht mehr traurig. Das Einzige, was noch da war, war Wut so manchmal. So, ne? Mal Zorn. Eher Wut als Zorn. Aber es war kein. Und dann irgendwann, es war keine Trauer mehr da. Es war keine Verlustangst mehr da. Diese negativen Dinge hatte ich weg und dachte, oh cool, schau mal, so geht's. Und dann habe ich aber plötzlich nicht mehr lachen können, so über lustige Sachen. Und habe mich auch nicht mehr freuen können über. Weiß ich nicht, ich hatte dann mal einen Geburtstag, dann war ich so 27 und irgendwie so viele Leute haben mir geschrieben und im Knast irgendwie so wirklich 20 Leute waren da und haben Kuchen vorbereitet und ich konnte mich nicht drüber freuen. Ja, du existierst, du lebst nicht mehr. Boom. Mhm. Und ich weiß, das klingt verlockend, aber glaub mir, dann ist alles unnötig. Das brauchst du nicht machen. Geht in den Schmerz, erlaubt's euch, macht's wie Nathalie. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut bitte auf dem Channel bei ihr vorbei, weil wir sind da jetzt ein bisschen drüber gebügelt, aber das war ein langer Prozess und du hast dazu reihenweise Videos gemacht. Du wirst auch noch jahrelang dazu Videos machen können. Und weil das wirklich ein Prozess ist und vor allem ein individueller Prozess bei den Leuten, die jetzt auch hier zugucken, da gibt es noch viel mehr zu sehen. Und sorry, dass ich mich so kurz fassen muss hier, aber das war's für heute. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wir sind raus.
Und jetzt kommen wir zu denen, ohne die das alles hier nicht möglich wäre. Denen, die uns mit ihren Beiträgen auf Patreon jeden Monat supporten. Den Bossen aller Bossen. Tuso. Nico Dean. Samira Kleb. Santrax_.de. Chris Stixel. Alex. Harald Lang. Jay Pendragon. Diana. Kevin Tretter. Richard W. René Heusel. Miss Teenwell. Sascha M. Sebastian Schneider. Marco Fettmann. Gibt's nicht? Gibt's doch! Und Michelle Rossi. Vielen Dank für alles. Ohne euch geht gar nichts hier.